Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und im globalen Dokkan Battle gibt es neue News, die werden wir uns gleich alle genauer anschauen. Aber kurz außen vorweg, nicht wundern wegen dem Account, das ist mein Account, ist aber vom Handy. Das ist quasi nur ein Account, um die News rauszuhauen. Also seid da nicht verwundert. Aber dann würde ich sagen, wir legen auf jeden Fall mal direkt los mit den News. Denn es gibt ein paar News, die werden wir uns nach der Reihe anschauen. Wir gehen das Ganze von unten nach oben am besten an. Das Story-Event vom Future Trunks ist wieder online, indem wir Future Trunks uns holen können und den Gohan erwecken können mit den Medaillen. Zudem können wir nun einen Super Vegeta erwecken, das ist der hier. Unter anderem mit den Medaillen aus diesem Event. Schauen wir uns gleich an. Und neuen Nimbus-Medaillen, die gucken wir uns auch auf jeden Fall genauer an. Aber, wie gesagt, diesen Trunks hier, der Trunks droppt aus dieser Stage. Das ist ein Story-Event. Und er droppt auf Stage, können wir ganz kurz anschauen, damit ihr das Ganze wisst. Wenn ihr einmal runterscrollt. Sind die ganzen Informationen des Stages da. Auf Stage 5 droppt dieser Trunks, da müsst ihr gewisse Medaillen sammeln, um ihn zu erwecken. Das seht ihr gelistet, 10 von C17, Super Vegeta, Cell, 8 von C18 und Gohan. Wenn ihr das tut, tut ihn einmal awaken zum Super Saiyan Trunks und nun ab heute können wir diesen Super Saiyan Trunks noch einen Schritt awaken zum Transcendent Ultra Rare Trunks, zu einem Super Saiyan Trunks mit den 35 Trunks Medaillen aus dem Dokkan Event, Future Trunks Dokkan Event. Heißt, dieser Trunks hier hat Fierce Battle. Also wenn ihr irgendeinen Int-Charakter braucht, der Fierce Battle hat, vielleicht für die Quest von LLVG2Blue, dann ist er hier euer Mann auf jeden Fall. Zudem, wie gesagt, können wir auch den Vegeta jetzt neuerdings awaken. Ihr braucht von den Super Vegeta Medaillen, die auch hier droppen in der Stage, auf der Quest, im Story-Event besser gesagt, auf Stage, wenn wir es genau nehmen, Stage 7, braucht ihr 3 Stück und 7 der Nimbus-Medaillen. Was sind die Nimbus-Medaillen, wo bekommen wir sie? Das gucken wir uns direkt mal im nächsten Schritt an, nämlich aus den Time-Attack-Missionen. Time-Attack-Missionen sind von nun an neu erhältlich und im Spiel. Es sind quasi, um es kurz zu fassen, Supreme Kai-Missionen für Dokkan-Events. Wir wissen, es gibt Supreme Kai-Missionen für die Quest-Stages, darunter bekommen wir unter anderem Supreme Kai Stones und die Potara-Medaillen für LLVG2Blue. Nun gibt es auch Supreme Kai Missionen für Dokkan-Events. Das werde ich euch genauer zeigen. Bei diesen Time-Attack-Missionen geht es wirklich nur darum, unter bestimmten Bedingungen und unter einer bestimmten Zeit ein Dokkan-Event zu schaffen. Genau. Aber diese Nimbus-Medaillen, die bekommen wir aus diesen Missionen, von den Time-Attack-Missionen, brauchen wir bis jetzt, beziehungsweise ab heute, um diesen Goku zu erwecken. Ihr braucht 7 von den Nimbus-Medaillen und 3 von den Dokkan-Event-Medaillen des Freezer-Events, physisch Full-Power-Freezer-Events. Der Goku, können wir uns gerne angucken, was er so kann. Steht ja auch ein bisschen dran mit der Passive, beziehungsweise wenn wir uns das genauer anschauen. Dieser Goku gibt Agility Attack und Strength Charakteren Key Plus 2 auf HP Attack mit 40%. Er erhöht stark, also Greatly Raised Attack für eine Runde und macht Supreme Damage durch seine Ulti. Zudem, seine Passive, er bekommt 90% auf seinen Angriff, ist wirklich ein guter und solider Boost. Und er überlebt K.O.-Angriffe, wenn die, also einmalig, wenn die HP 20% oder drüber sind. Heißt, wenn eure HP 20% oder drüber sind und ihr von einem Angriff eigentlich sterben solltet, überlebt ihr das einmalig im Kampf. Vielleicht könnte man das mitnehmen für Super Battle Road unter anderem. Genau, Link-Skills sind Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Super Saiyan, Kamehameha, Z-Fighter, Prepared for Battle und Shattering the Limit. Dann der Vegeta, wie gesagt, haben wir gerade eben uns angesehen. Für ihn braucht ihr auch 7 der Nimbus-Medaillen und 3 von den Super-Vegeta-Medaillen. Und zwar kann dieser Dude, er ist mehr ein Supporter. Aber sein Leader-Skill ist, er gibt Agility, Strength und physisch Charakteren Key plus 2 auf HP, Attack und Death 40%. Er macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff für 9 ganze Runden. Heißt, man könnte seinen Angriff stacken. 9 Runden sind wirklich viel, aber das Problem ist, er bekommt so selbst nicht viel Angriff, nämlich seine Passive ist eher supportlastig, aber er ist ein sehr guter Super Agility Supporter, denn er gibt Agility Strength und physische Charakteren Key plus 2 auf Attack und der 25% und Weakens Regeneration. Das gilt für das Cell Event unter anderem, das mit dem Weakens Regeneration. Genau, soviel zu den beiden Dudes. Das wären die Time-Attack-Missionen. Ich werde sie euch ganz kurz zeigen, wo sie zu finden sind, nämlich auch bei den Supreme Kai Trials. Wenn ihr einmal unten draufklickt, dann seht ihr, wir wissen aus den Quests, können wir Supreme Kai Stones holen und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt auf Events klicken, auf den Tab, gelten diese Time-Attack-Missionen, besser gesagt, für Dokkan-Events. Beispielsweise für das Event von Super Gogeta, wenn wir uns mal angucken, was wir da machen können für Stage 1. Wenn wir diese Stage
unter 2 Minuten 45 Sekunden schaffen, bekommen wir eine Nimbus-Medaille. Wenn wir die Stage unter 1 Minute 45 Sekunden schaffen, bekommen wir eine weitere. Wenn wir diese Stage schaffen in unter 2 Minuten mit nur Charakteren, die den Linkskill Metamorphose besitzen, bekommen wir noch eine Nimbus-Medaille. Im Prinzip ist das wirklich für Dokkan-Events, wenn wir einmal hier Go to Stage klicken und an der Stelle nicht wundern. Das ist ja quasi ein neuer Account. Deswegen steht da Danger dran. Dieses Danger-Symbol steht dafür. Hier steht es dran. Erscheint bei denjenigen, für die diese Events quasi noch unmöglich sind. Ja, deswegen kommt da Gefahr. Macht das quasi nicht. Aber für die Dokkan-Events, wie gesagt, gibt es nun auch Supreme-Kai-Mission. Das seht ihr hier mit der Schriftrolle auf sie hat. Und dann erscheint die hier auch. Bei mir ist sie nur für Stage 1 angezeigt, aber bei denen, die fortgeschrittener sind im Spiel, die werden dann auf jeden Fall mehr Missionen sehen. Genau, dann machen wir weiter im Kontext. Und zwar wurden neue Stages hinzugefügt zum Story-Event. Falls ihr es gemerkt habt, Boo ist nun weg und jetzt ist Freezer da. Das war auch so im JP. Und zwar sind neue Stages hinzugekommen. Ihr seht, jetzt haben wir 11. Davor waren es, glaube ich, ging es nur bis Stage 4, wenn mich nicht alles täuscht. Was können wir von nun an mitnehmen? Und für diejenigen, die nicht wissen, dieser Goku hier, das ist der physische Goku. Dieser Goku ist der Free-to-Play-Ultra-Instinct-Goku. Die Stage vom Ultra-Instinct-Goku wird am 2. März, 7 Uhr unserer Zeit, 7:30 Uhr war das ungefähr, jedenfalls am 2. März erscheinen bei unserer Zeit. Und dieser Goku verwandelt sich zum Ultra-Instinct-Goku, heißt, er ist der farmbare Ultra-Instinct-Goku für den Int-Ultra-Instinct-Goku, aber er ist auch ein Free-to-Play-Ultra-Instinct-Goku. Entweder könnt ihr euch jetzt schon mal eure Ultra-Instinct-Goku vorbereiten, indem ihr 9 Stück holt oder einen, auf, wenn ihr ihn selbst wollt, auf SC10 tun und so weiter und so fort. 4 weitere nehmen für die Dupes. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Aber damit ihr Bescheid wisst, dieser Goku wird Anfang März, 2. März erweckbar sein zum Ultra-Instinct-Goku. Gut, dann ist diese Dame hinzugekommen. Ich habe ihren Namen total vergessen, aber sie ist von Dragon Ball Super Saga, beziehungsweise kurz vom Tournament of Power von der Universe Survival Saga, von den, von Taishinans, von Tenshinhans School war das, Kranich School ist sie ein Member. Anyways, Ultimate Gohan droppt aus Stage 9. Dieser Ultimate Gohan gibt für jeden anderen Ultimate Gohan, sofern auf SSS UR nicht Dokkan Awakened, 50% auf die Essay. Heißt, sie haben farmbaren Ultimate Gohan hier an der Stelle. Und dieser Freezer hier, dieser Freezer droppt aus Stage 10 und man kann ihn erwecken zum Angel Golden Freezer mit diesen Medaillen hier, die von Stage 11 droppen. Der Freezer, wenn ihn erwecken, wir brauchen für ihn 20 Medaillen. Upsa, Batterie fast leer, alles klar. Wir brauchen für ihn 20 Medaillen, um ihn zu awaken. Was kann er? Passive Attack unter 40%, Ki plus 4 und Attack plus 40% und Facing 2 or more Enemies. Also wenn ihr gegen zwei oder mehrere Gegner kämpft, bekommt ihr zusätzlich noch Ki plus 4 und auf den Angriff 40%. Er ist Free-to-Play-Unit, ihr könnt ihn auf SA10 bringen, aber auf 100% würde sich an der Stelle nicht lohnen. Da solltet ihr eure Strength Orbs auf jeden Fall für andere Charaktere aufbewahren. Aber Ryzen Dragon Carnival Double Raid Banner. Die legendären Double Raids Banner sind mal wieder back. Und zwar ist das ein Double Raid Banner, in dem LR Mighty Mess drin ist. Er ist nicht gefeatured, also könnt ihr euch natürlich denken, euer Teil dazu denken. Die Raids sind natürlich gering, trotz dessen, dass sie Double Raids sind für LR Charaktere, sage ich mal. Aber an sich so ein Double Raid Banner sind natürlich auch alle anderen LR drinnen. Die Sache ist nur, ob man das zusammensetzt oder nicht, ich rate davon ab, weil die Charaktere, die ihr daraus holen könnt, sind nicht unbedingt Charaktere, die man braucht. Also da sind wirklich Dokkan Festival Banner, der von Super Vegito ist da wahrscheinlich besser zu ziehen. Der kommende Angel Golden Freezer auch, das sollte Anfang März der Fall sein. Da würde ich euch raten, dich sonst lieber für sowas zu sparen oder dann für die Dual Summons für Vegito Blue oder Rosé. Aber da es Double Raid Banner sind, droppen natürlich vermehrt SSR. Genau, aber wie gesagt, eine Mighty Mask ist drin. Wir können uns ganz kurz mal anschauen, was der Dude kann. Für sein erstes Awakening, so sieht er aus, wenn er droppt. Für sein erstes Awakening brauchen wir nämlich 10. 10 von den Mighty Mask Super Strike Medaillen könnt ihr euch holen bei seinem Super Strike Event. Das Ganze ist immer am Dienstag online zu Tech-Tagen. Und am Wochenende eigentlich sollte das auch der Fall sein, abwechselnd. Und wenn wir von seiner Transcendent Ultra Version auf LR bringen wollen, dann werden sie zu Goten und Trunks. Das ist sehr cool. Da brauchen wir 21 von den Nimbus Medaillen, 21 von den alten Super Saiyan 3 Gotenks Medaillen, 21 von den neuen Super Saiyan 3 physisch Gotenks Medaillen. Was können diese Dudes auf LR Status? Das ist quasi ab, die beiden leiten die neue
Meta, will ich mal sagen, der LR-Charaktere ein, was Leader Skill anbelangt. Nämlich, sie geben Super Agility Charakteren Key plus 4 auf jeden Attribut 100% und Extreme Agility Charakteren geben sie Key plus 2 auf jeden Attribut 70%. Die Sache ist bei den Dudes so, ihre Ulti 12 bis 17 Key, da gibt es eine 50%ige Chance, dass dass entweder Fett oder Skinny Gotenks, also die Fehlfusion, auftaucht. Wenn Skinny Gotenks kommt, dann macht dieser Colossal Damage und verringert seinen eigenen Angriff für eine Runde. Wenn Fett Fehlfusion Gotenks kommt, er macht ebenfalls Colossal Damage, aber verringert seine Verteidigung für eine Runde, also die eigene Verteidigung, Leute, nicht die des Gegners. Und quasi will man mit diesen Dudes einfach immer die Ultra Super Attack machen, denn die Ultra Super Attack, da gibt es eine Chance, dass er, also er wird, es gibt eine 70%ige Chance, dass er zum Super Saiyan Gotenks wird und eine 30%ige Chance, dass er zum Super Saiyan 3 Gotenks wird. Wenn er zu Super Saiyan 1 Gotenks wird, macht er Mega Colossal Damage, erhöht seine Verteidigung um 30% für eine Runde. Wird er zu Super Saiyan 3 Gotenks, macht er ebenfalls Mega Colossal Damage, aber erhöht seinen Angriff und die Verteidigung um 50% für eine Runde. Die Passive, ich habe gesagt, mit den Dudes will man eigentlich nur Ultra Super Attacks machen, denn die Passive ist auch so aufgebaut. Und zwar gibt er sich selbst Key plus 3 bis zu 9. Also entweder Key plus 3 Minimum oder Maximum Key plus 9. Das ist zufällig am Anfang der Runde. Ja, also wenn man eben drauf kommt, dass er die Ultra Super Attack macht, also bekommt er entweder Key zwischen Key, zwischen 3 und 9 Key, so rum gesagt. Und sein eigener Angriff steigt um 120%, wenn er eine Super Attack startet. Also wirklich sehr gute Karte. Links DLC Fighter, Innocent Prodigy, Shocking Speed, Budding Warrior, Shattering the Limit, Legendary Power. Er ist in der Kategorie World Tournament, T-Breed sein und Majin Buu Saga an der Stelle. Unser Boy, LR, Goten und Trunks. Und an der Stelle wäre es auch schon von den Informationen, von den neuesten News im globalen Dokkan Battle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns an der Stelle im nächsten Video. Macht's gut, peace.